Spirituelle Notizbücher für dich selbst oder natürlich auch zum Verschenken. Ich habe hier einmal ein Buchcover, um dir zu zeigen, wie jetzt die Vorderseite aussieht. Hier ist der Buchrücken und hier ist die Buchrückseite. Das Ganze habe ich aber in verschiedenen Varianten, weil ich das Cover einfach so schön fand und ihr bei den Umfragen auch gesagt habt, dass ihr verschiedene Verwendungszwecke dafür halt haben möchtet. Jetzt gibt es hier einmal meinen Engel an meiner Seite für alle, die halt das Ganze wie so eine Art Tagebuch nutzen möchten. Für den Engel an meiner Seite, für Kommunikation oder den Zeichen aus dem Universum, die Botschaften vom Geistführer oder eben auch von den Engeln. Die können das hier in diesem Tagebuch notieren. Und alle Leute, die es vielleicht gern verschenken möchten oder es als Dankbarkeitsbuch, Achtsamkeitsbuch verwenden möchten oder auch als Tagebuch für die Gedanken zum Tag, für Erinnerungen. All das, was du dir halt vorstellen kannst, in dieses Notizbuch hineinzuschreiben, da gibt es eben das Danke, dass es dich gibt. Kann man natürlich auch schön jemand anderem schenken, dem man dann eben auch sagen möchte, danke, dass es dich gibt. Wie das Ganze jetzt von innen ausschaut, da zeige ich dir jetzt mal den Blick ins Buch. Und zwar gibt es hier vorne die Eintragungsseite. Das heißt, hier kann die Person ihren Namen reinschreiben. Wenn du es dir selber geschenkt hast, trägst du halt deinen Namen ein und kannst hier noch ankreuzen als Geschenk von mir an mich selbst. Und ja, wenn man es eben weiter verschenkt, dann wird hier halt der Name eingetragen, von wem man es geschenkt bekommen hat. Dann gibt es hier ein paar Einleitungsworte, wo halt einfach auch nochmal aufgeführt ist, als was man es benutzen kann, für Ideen, Pläne, Ziele, nachhaltige Gespräche und Begegnungen, sei es jetzt mit Menschen, mit Wesen und eben auch den Engeln, und dass man einfach Erinnerungen festhalten kann. Man kann es als Wunschbuch nutzen, als Erfahrungsschatz für all die wunderbaren Dinge, die einem so im Laufe des Tages, der Wochen, der Jahre, also je nachdem wie intensiv, ob du es täglich schreiben willst oder vielleicht nur alle paar Wochen etwas notieren. Es hat insgesamt 130 Seiten und die folgenden sind jetzt auch Blankoseiten, beziehungsweise sehen sie so aus, dass du hier eben schön Platz hast, um auf den Linien zu schreiben und das Ganze halt nicht so krumm und schief geschrieben wird, habe ich halt Linien eingebaut, damit du es ein bisschen leichter hast beim Ausfüllen. Und dann kannst du hier einfach das hineinschreiben, was du möchtest. Und von den beiden Covern eben auch das auswählen, was dir besser gefällt. Es gibt aber auch noch eine dritte Variante. Und zwar ein Wunschbuch. Das ist jetzt ganz speziell wirklich, um die Wünsche ans Universum zu notieren, deine Ziele aufzuschreiben, aber auch deine Träume. Und wie das Ganze vom Buchinneren aussieht, das zeige ich dir jetzt auch. Wobei das Innere ist jetzt hier bei allen drei Büchern gleich. Ich habe einfach nur drei verschiedene Cover, weil ich einmal dieses Engelbild halt sehr schön finde. Da ist jetzt der Titel halt meine Gedanken zum Tag, Wünsche ans Universum und das Visualisieren meiner Zukunft und Ziele. Hier habe ich es einfach mal kurz und knapp einfach nur Wunschbuch zum Träume verwirklichen genannt. Ich fand irgendwie den Zauberer auch ganz süß. Den habe ich als erweiterte Lizenz, damit ich es gewerblich nutzen kann, eben auch eingekauft und das Cover daraus gebastelt. Und dann gibt es hier ja nochmal, das gab es ja eine ganze Weile bei mir im Verlag als Reichtumsposter. Das habe ich jetzt einfach nochmal als Buchcover verwendet, eben einfach für das Visualisieren, für Affirmationen, aber eben auch die Wünsche ans Universum und dir deine Zukunft so vorzustellen, was du halt anziehen möchtest, an Geld, an Menschen, an ja was auch immer. Also wie gesagt, die drei Cover sind zwar verschieden, aber der Inhalt ist jetzt immer gleich und der schaut so aus. Vorne erstmal natürlich die erste Seite, das Wunschbuch mit dem Titel. Hier haben wir jetzt auch ein Eintragungsfeld für den Namen und ob du es dir selber geschenkt hast oder von jemandem geschenkt bekommen hast. Dann gibt es hier noch ein Vorwort von mir und hier kann man schon mal seine Lieblingsaffirmation reintragen. Wer möchte, kann hier unten natürlich auch noch eine kurze hinschreiben. Und dann kommt eine Einleitung auch wieder, für was man dieses Buch alles verwenden kann. Und dann gibt es hier das Ziele setzen und verwirklichen
Und da gibt es natürlich auch ein bisschen Text von mir und dann kannst du hier aber zum Beispiel aufschreiben für den Bereich Liebe, Beziehung, ne? Ob das jetzt was Kurzfristiges ist, was Mittelfristiges oder Langfristiges. Also ich sag mal so, wenn ich jetzt hier reinschreibe, mein neues Buch veröffentlichen, dann kreuze ich hier eben eher kurzfristig an, weil ich da dann doch recht fix bin. Wenn ich ja bestimmte andere Sachen vielleicht plane, dann ist es vielleicht auch mal mittelfristig oder langfristig. Und du könntest natürlich auch noch, wenn das Ziel erreicht ist, hier hinten dann immer einen Haken setzen. Ein bisschen Platz ist ja hier noch, dass du für dich einfach kennzeichnest, okay, Ziel erreicht. Also so sehen die Zieleseiten aus. Na, hier ist nochmal ein zweites Beispiel für Spiritualität. Ich habe hier halt auch Beruf, Finanzen und so. Also hast immer eine Seite, um eben für die Bereiche das auszufüllen. Dann geht es mit der Magie weiter. Hier wird's Magic und zwar Träumen erlaubt. Die Ziele sind ja eher realistisch, also was du dir vorstellen kannst, was du jetzt erreichst oder was du halt an Pläne und Ideen halt hast, die du jetzt umsetzen willst. Beim Träumen darfst du natürlich auch mal ja wirklich träumen, als wenn die Fee hier mit ihrem Zauberstab kommt oder der Zauberer und sagt, ich erfülle dir jetzt deine Träume, was möchtest du denn gerne? Das heißt, hier füllst du deine Träume aus, wobei ich auch das untergliedert habe in zwei Bereiche. Erstmal die etwas, ja, ich sag mal, normaleren Träume und zwar die Träumeliste, manche nennen das auch Löffelliste, so nach dem Motto, was will ich noch gemacht haben, bevor ich diese Welt wieder verlasse. Das heißt, hier könntest du einfach die Dinge alle notieren, wo du sagst, das möchte ich unbedingt nochmal ausprobieren, das möchte ich machen, das möchte ich erleben, den Menschen möchte ich begegnen. Also das ist so Träume oder Löffelliste. Ich finde Träumeliste einfach nur vom Begriff her ein bisschen netter. Aber dann kommt eben auch nochmal das große Träume und Visionen, wo wirklich jetzt der Zauberstab kommt und du jetzt wirklich mal in diese Vision reintauchen kannst. Was wäre alles für dich möglich oder wünschenswert, wenn jetzt die Fee kommt und sagt, ich erfülle dir das? Also hier darfst du groß denken, hier darfst du groß träumen und dir das hier in den schönsten Farben ausmalen, wie es dann sein würde, dein Leben, wie es perfekt wäre, wie es einfach ganz traumhaft wäre, das dann bitte auf den Folgeseiten hier notieren. Die sehen dann immer so aus mit den Linien und dem Zauberstab. Und ja, dann gibt es noch die Wunschbestellungen beim Universum. Du siehst, von den Themen her habe ich den Rahmen immer etwas anders gewählt, damit sich das unterscheidet. Hier geht es jetzt wirklich um die Wünsche mit Bestelldatum, deinen Wunsch aufschreiben und wann das Ganze eingetroffen ist. Wünsche ans Universum hier mit den freien Seiten, da kommen auch ein paar, dass du das alles eintragen kannst. Und ja, zum Schluss, da sind wir dann auf Seite 39, kommt nochmal der Hinweis, wie es jetzt weitergeht. Und dann sind ab Seite 40 bis 150, also das Wunschbuch hat auch 150 Seiten, weil eben die ersten 40 ein bisschen vorgegeben sind, was du ausfüllen kannst. Ab Seite 40 hast du das hier zur freien Verfügung. Du kannst, wenn du willst, Pläne aufschreiben, Ideen oder Umsetzungsschritte von deinen Zielen. Du kannst aber auch die Gedanken zum Tag notieren, eine Dankbarkeit, weitere Wunschbestellungen, weitere Träume. Also das ist jetzt dir überlassen, wie du dann die folgenden Seiten nutzen möchtest. Einfach hier auch für dich zur freien Wahl, weil manche wollen vielleicht mehr Ziele notieren, andere wollen vielleicht mehr Wünsche notieren und wieder andere sagen, ach, die vorderen 40 Seiten, die reichen. Ich möchte jetzt hier lieber meinen gedankenfreien Lauf lassen und das wie eine Art Tagebuch nutzen. Also das ist alles dir überlassen, wie du es machen möchtest. Dieses Buch nenne ich halt das magische Wunschbuch und du kannst es eben unter den Titeln finden, die ich auch noch mal unterm Video, da werde ich noch mal die Links einfügen, dass du es auch auf Amazon direkt finden kannst. Einfach klicken und dann landest du auf der Seite beim jeweiligen Buch. Ja, und zum Abschluss nochmal der Hinweis, dass ich auch drei Terminplaner habe. Das hatte ich schon vor kurzem mal gepostet, aber noch kein Video zugemacht. Hier einfach nochmal, es gibt diese drei, ja, spirituellen Cover, also der Terminplaner für 2020. Wobei ich denke, für 2021 mache ich das wieder, weil ich jetzt für 2020 mit Dezember doch recht spät dran bin. Aber ich dachte, naja, egal, ich brauche einen für mich, ich will einen zum Verschenken. Und bei der Gelegenheit habe ich noch drei weitere verschenkt an ja, meine kleinen und großen Helferlein, die ich hier so habe, meine Korrekturleserin, meine Lieblingsautorin und natürlich auch Andrea, die mir in der Facebook-Gruppe hilft. All denen habe ich jetzt auch mal so einen Terminplaner geschenkt.
Und ja, das erste Feedback ist, sie finden ihn wunderschön. Ich habe auch schon erste Bewertungen auf Amazon, wo die Leute auch geschrieben haben, dass es toll ist und dass sie sich das für 2021 dann auch wünschen. Und ja, das freut mich natürlich sehr. Auch hier nochmal kurz ein Blick rein. Da gibt es einmal die Monatsübersichten, also hier zum Beispiel der Januar auf einen Blick. Also es sind halt hier zwei Buchseiten, damit du hier halt ein paar Stichworte reinmachen kannst, wie wichtige Geburtstage oder so. Und auch hier praktisch in diesen seitlichen und unteren Feldern noch reinschreiben kannst, was vielleicht wichtig ist in dem Monat. Und dann gibt es halt natürlich die Wochenübersichten. Das heißt, jede Woche hat hier auch immer zwei Seiten, von Montag bis Sonntag und nochmal hier ein zusätzliches Feld. Und so sieht auch das Design aus. Und ja, ganz zum Schluss gibt es noch das Highlight für die Kartenleger unter uns. Das heißt, hier kannst du deine Monatslegung, jetzt hier mal Beispiel für August, ist natürlich für alle 12 Monate drin, wo du dann hier deine Karten notieren kannst und dann das entsprechend deuten. Dazu habe ich noch eine Seite mit 3 Varianten, wie man diese Monatslegung machen kann. Du kannst aber natürlich auch deine eigene Variante machen oder es einfach für eine 9er-Legung verwenden. Und für alle, die jetzt nicht Karten legen, die können natürlich dann einfach das Feld hier oben ignorieren und dann hier den Rest als freie Notizseiten verwenden, um sich eben auch noch ein paar Gedanken aufzuschreiben, Erinnerungen oder was auch immer man da halt möchte. Ja, das war's mit der Vorstellung meiner spirituellen Notizbücher. Wenn es dir gefallen hat, das ein oder andere Buch dich interessiert, für dich selbst als Geschenk zu Weihnachten, zum Geburtstag, zum was weiß ich für einen Tag, dann einfach, ja, unterm Video sind die ganzen Links zu Amazon, dass du es dir dort anschauen kannst. Achso, Kostenfaktor noch. Die Bücher sind alle immer zwischen 130 und 160. Also in dem Fall habe ich jetzt die ersten zwei mit 130 Seiten und die Wunschbücher mit 150 Seiten. Die Terminplaner haben etwas über 160. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, es waren 162 Seiten. Von daher alles so in dem Dreh. Kostenfaktor ist 9,99 Euro. Also noch unter die 10 Euro oder die magische 10 Euro Grenze. Ich denke mal, für kleine Geschenke, für zwischendurch ist das eine schöne Sache. Ja, und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du meine Kreativität auf diese Art und Weise unterstützt und dir halt das ein oder andere Notizbuch auch gönnst und es eben, wie gesagt, auch verschenkst und unter die Leute bringst, dass sie das eben auch sehen und natürlich auch nutzen können. Weil ich möchte natürlich auch, dass diese Notizbücher Freude machen beim Ausfüllen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Wunschbuch. Das werde ich mir definitiv auch selber noch ordern, damit ich da eben auch meine ganzen Themen eintragen kann. Ja, in diesem Sinne alles Liebe und Gute, Angelina Schulze.